Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man eine Knopfloch mit Singer-Nähmaschine macht. Wir drehen hier zwischen 0 und 1 und dann machen wir hier Drehung und hier steht 1, 2, 3, 4 und das folgen wir jetzt. Sie zeichnen sich, wie groß soll das Loch sein und dann fangen wir an. Und wenn das zu Ende, dann drehen wir Nummer 2. Dann Nadel hoch. Dann machen wir hier Nummer 3. Dann geht sie, die Nähmaschine näht jetzt rückwärts. Sie müssen darauf achten, wie lang und wo ist das Ende. Das ist meistens hier nicht so. So. Und jetzt machen wir Nummer 4. Nadel hoch, Fuß hoch und alles rausnehmen. Und so sieht Knopfloch aus mit Singer-Nähmaschine. Das ist, wie man sieht, nicht so gleichmäßig. Eine ist schöner und dicker als die andere. Deswegen ich probiere jetzt erstmal umgekehrt zu machen. Man hat mehr Übersicht. Also wir fangen erstmal mit Nummer 4. Mit Nummer 3, nicht Nummer 4, mit Nummer 3. Weil die Seite schöner war. Okay, reicht. Dann machen wir Nummer hier 4, dann macht er jetzt diese Teil. Dann machen wir Nummer 1. Und wenn das fast zu Ende ist, jetzt machen wir wieder Nummer 2. Und so sieht das zweiten Versuch. Sehen Sie, es ist schon besser, aber so perfekt jetzt, dass das gleichmäßige ist, es ist nicht, aber man muss noch Beispiel üben, mehr Dichte oder weniger Dichte, aber ich denke, es ist besser, wenn man auf diese Art und Weise macht. Also erstmal 4. Also erstmal Nummer nicht 4, 3. Dann Nummer 4. Dann Nummer 1. Dann Sie sehen auch ein bisschen besser hier, wo das Ende ist. Und dann machen wir noch so. Und wenn Sie das paar Mal machen, wird immer besser und besser. Sie müssen ein bisschen ausprobieren, aber so sieht das aus. Na, natürlich, diese Faden müssen Sie alle abschneiden, dass das nicht stört. Dann sieht noch mal schöner. Bisschen üben, üben und dann wird immer besser und besser. So macht man Knopfloch mit Singer-Nähmaschine. Also normalerweise geht man 1, 2, 3, 4. Aber meine Meinung, es ist besser 3, 4, 1, 2. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.